So, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Constructed Folge 70 inzwischen, glaube ich. Und ich werde jetzt. Was werde ich denn spielen? Ich werde, ja, Soul Adventure natürlich weiterspielen. Nein, nicht Soul Adventure! So, weiterspielen. So, so meine ich. Ich werde weiter den Secret Paladin spielen und ich könnte mir mal wieder einen Zulok machen. Hab ich mir so gedacht. Uta gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das Licht gehorcht mir. Also ein Neuromatch ist wahrscheinlich. So eine Waffe ist immer ganz gut am. Oh Gottes Willen, nur nix hier. Ich verrate niemanden. Und jetzt droht er mir schon wieder mit Equality. Er will unbedingt, dass ich Equality einsetze. Oh, ein Shielded Minibot. Das ist bitter. Ich würde es ihm zeigen. Ich würde es ihm alle zeigen. Noch einen. Hey, wie viel Glück muss man haben, dass man die zweimal hat? Gibt's ja gar nicht. Ein Heldenopfer. Melde mich zum Dienst. Dummköpfe! Für die das war's. So, ich habe einen Rächer bekommen. Nixon hat doch schon die Weihe. Melde mich zum Sagt er sich auch, was du kannst, kann ich auch. Oh, die Weihe. Mein Heldenopfer nächste Runde. Equality hatte ich auch noch, um mit den Rekruten zu traden. Befolgt die Regel. Fiends bewahren, gar nicht mal so schlecht. Buße. Melde mich zum Dienst. In den Kampf für die Gerechtigkeit. Also mit der Waffe kann ich den auf jeden Fall loswerden. Seid gegrüßt. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Für die Gerechtigkeit. Das war's. Am Heldenopfer würde ich auf jeden Fall einen von beiden töten können. Ja, vielleicht auch nicht. Kommt auf einmal so, ob er zuerst mit der Waffe angreift. Silver Champion. Runter! Dann wird das wahrscheinlich andersrum machen, ja. Melde mich zum Dienst.
gegen Silver and Reacher. Seid gegrüßt. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Es ist so bitter, wie ich jetzt schon wieder nicht den Schlachthausmeister oder den Quartermaster bekomme. Das ist so bitter. Die bräuchte ich halt beide sehr, sehr dringend. Ah, ein Sludge-Belcher. Den kann ich mit Gleichheit zumindest loswerden. Melde mich zum Dienst. Da kommt der Schlachthausausbilder. Yay! Melde mich zum Dienst. In den Kampf. In den Kampf. Nächster Onyxia. Ich hatte wahrscheinlich eine Weihe. Das wäre sehr bitter für mich. Muss ich machen, um da durchzukommen. Ein Pilot Shredder. Oh oh, der Murloc Knight. Das ist nicht so toll. Wetteifer. Oh fuck, und das reicht nicht mal. Ich muss spielen. Bitte keine Weihe, 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 bitte, 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 bitte. Nein! Gleichheit. Nein, Equality. Equality. Nein, jetzt kommt eine Weihe. Nein, Friedensbewahrer. Oh fuck, gut gespielt. Das muss man schon mal sagen. Alles Einser. Können sie aber buffen, das ist gut, ja. Schildet Minibot. Schilde hoch, roter Alarm. Wops, 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 wops. Wie viel Damage kommt er denn? Ich weiß es nicht genau. Das reicht sogar. Yay! In den Kampf! Waffensysteme aktiviert! Hat's da noch funktioniert! Demut. Guck mal mit dem Secret Paladin. Ich überlege gerade, ob ich einen Zulok mache. Mit den neuen Karten wäre bestimmt geil. Die neuen paar Karten, die man schon hat. Ein Zulok! Ein Zulok! Uta gegen Uta! Schon wieder so ein Mirror-Match. Das Licht gehorcht mir. Das ist okay. Ach, da kommt der Quartermaster! Der lässt sich auch mal blicken, aber jetzt will ich dich nicht mehr. Tschüss. Shielded Minibot gleich mit anfangen. Ein Secret. Eigentlich müsste ich mit der Geheimnisbewahrerin gleich mal loslegen. Aber da warte ich auf mein eigenes Secret, glaube ich, noch. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen allen zeigen. Ja, jetzt werde ich wohl mit der Geheimnisbewahrerin spielen müssen. Schon fast. Ich verrat's niemandem. Waffensysteme aktiviert. Das war's. Runter! Noble Sacrifice.
3. Ruf zu den Waffen. Hat er sich schon gedacht. Naja, das Glück, dass er so viele Secrets hat. Ich habe leider gerade nicht das Glück. Gleich halt. Melde mich zum Dienst für die Gerechtigkeit. Waffe zu Himmel aktivieren. Das war's. Schlachtrossausbilder nächste Runde. Kann jemand 6 Damage machen? Melde mich zum Dienst. Ja, er wird natürlich den Shaded Minibot angreifen. Ja, blöd, wenn nicht. Oder er macht's so. Noch ein Secret. Der Quartermaster kommt mal wieder und lässt sich blicken. Das ist hübsch. Für die Gerechtigkeit. Ui. Gut gespielt, das ist ein neues Secret. Aber der Quartermaster wäre immer noch zuständig nächste Runde, obwohl. Wäre schon gut, den auszuspielen. Oder ich warte noch eine Runde. True Server Champion. Seven Region wäre auch nicht schlecht. Erlösung. Wäre auch eine Idee. Melde mich zum Dienst. Waffensysteme aktivieren. In den Kampf für die Gerechtigkeit. Ja, soll er die Waffe mal noch ruhig verdaddeln? Sechs nächste Runde. Der Murloc Knight wäre noch eine Idee, aber ich glaube, der. Die Killbot, okay. So früh. Ich verrat's niemanden. War schon sehr eigenartig. Er geht wieder aufs Face. Ja, dann kommt jetzt der Quartermaster. Das ist ja wohl mal klar. Quartermaster. Zu den Waffen! So, dann für machen die wir Gerechtigkeit. Den mal platt. Brecher. 4-4. In den Kampf! Das war's. Dr. Boom! Da werde ich auf jeden Fall Equality spielen. Eine Equality. Equality und Weihe! Yay! Oh fuck. Nicht so berauschend, aber ich bin die zumindest relativ zügig losgeworden. War vielleicht ein Fehler. Mugler Champion nächste Runde. Hab Vertrauen in das Mysterio. Mysterious Knight. Ich den erstmal. Melde mich zum in den Kampf. Lasst mich nachdenken. Ich frage mich.
Blessing of Kings. Muggler Champion. Melde mich zum Dienst. 8, 8, 5. In den Kampf. In den Kampf. Los mit dem Tragen. Immer noch ein Noble Sacrifice und eine Erlösung. Befolgt die Regel. Okay, Friedensbewahrer. Runter! Runter! Wir werden reich sein. Oi! Starke Karte. Der Champion. Oh, jetzt muss ich erstmal was loswerden. Ich habe überlebt. Der Murloc Knight. Melde mich zum Dienst. So, Reno Jackson muss ich mal schauen, ob ich, wie ich den loswerde. Los mit dem Film. In den Kampf. In den Kampf. Mach das ruhig. Reno muss ich jetzt erstmal loswerden, das ist schon mal klar. 6. Mad Scientist. Melde mich zum Dienst. Schluss mit den Fragen. In den Kampf, in den Kampf. Ich kämpfe. Tschüss. Yay, wieder gewonnen. Yay, Secret Paladin ist toll. Guck mal, wie lange ich schon wieder aufnehme. 17 Minuten. Ja, nochmal mit dem Secret Paladin. Yay. Uta gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Erlösung. Irgendwie schon wieder die Equality andrehen. Oh. Noble Sacrifice ist immer gut. Was macht denn der da so lange? Ach ja, weiter geht's. So spielen wir erst einmal. Was werde ich denn spielen? Ich werde, glaube ich, Erlösung spielen. Lipanum. Knife Chakra. Das war's. Kane Missiles. Schilde,
Haha. Hat nochmal die K-Missiles. Ja, du scheißt doch, oder? Man kann doch nicht zweimal. Melde mich zum Dienst. Also dieses Equality gibt mir langsam auf die Eier. Hat mir jetzt vorhin zwar den Arsch gerettet, aber... Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Gar nicht mal so schlecht mit den Spiegelbildern. Runter! Noch ein Heldenopfer. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Eigentlich schon fast egal. Ich lasse es mal so. Das Heldenopfer spare ich mir noch auf. Für den Knife Juggler, den er sicherlich danach versuchen wird zu töten. Und jetzt wäre eine Weihe wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Fuck, er haut ja alles raus. Lol. Ruf zu den Waffen mit dem Knife Juggler zusammen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Melde mich zum Dienst! Melde mich zum Dienst! Melde mich zum Dienst! In den Kampf! Für die Gerechtigkeit! Das war's! Ja, leider hat dasselbe Opfer nicht mehr funktioniert. Mann, aber. Ja, bleibt auf dem Face. Rächer. Melde mich zum Dienst. Hätte ich anders spielen müssen. Für die Gerechtigkeit. In den Kampf. In den Kampf. Ja, ganz schön viel Damage mir zugefügt. Was soll ich nur tun? Ja, mach das mal. Bleibt ihr zumindest länger am Leben. Aber jetzt kommt die Weihe mit Equality. Melde mich zum Dienst. Hey, Feind! In den Kampf für die Gerechtigkeit. Oh, der Knife Juggler wieder in Kombination mit Onyxia. Das könnte... Oh, fuck. Der Flamestrike. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Der Flamestrike. 7 Mana sind angebrochen. Und das würde genau passen. Schade. Und ich müsste noch 2 Runden warten, das ist natürlich ätzend. Eure Magie wird euch nicht Spellbreaker. Trotzdem ist das nicht ideal, was ich da mache. Ja, da werde ich wohl Equality spielen, plus Weihe. Oh, nächste Runde kommt Onyxia. Gut gespielt. Oh.
Oder ich spiele mit dem Schlachtross-Ausbilder. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Oh, ein Fireball. Zwei Fireballs. Nee, ein Forceball und ein Fireball. Oh, bitter. Oi, bitter. Schade. Schade, hat sich ganz gereicht. Na gut. Uta gegen Valera. Kiwi. Seid auf der Hut. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, Schlachtraus-Ausbilder ist schon mal gar nicht so schlecht. War ja kein guter Start für mich. Bescheidenes Early Game. Ein Wetteifer. Mit euch füttere ich die Fische, Landratte. Ich verrat's niemandem. Das war's. Na, jetzt wird er die Waffe spielen und den mir wegnehmen. Hallo, hallo. Oh, nervt schon. Oh, er spielt gar nichts. Okay. So, Erlösung. Zum Dienst. Das war's. Sie umgeben. Libanum, ich hätte eine Weihe. Das ist die Frage, ob ich so früh schon eine Weihe einsetzen soll. Ich glaube, ich mach's mal, damit ich durchkomme. Silver and Regent nächste Runde. Okay. Das so, so spielen müssen. Bereit zum Ausritt. Sehr interessant. Bewahren. Puh. Seid gegrüßt. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Waffenbefehle aktiviert. Na, Klingwirbel. Yes. Eng. Ein Rächer. Ich verrat's niemandem. Melde mich zum Dienst. Waffensysteme aktiviert.
Na, noch ein Ausweiten, dann wird's scheiße. Ach, Leroy, okay. Ja, das war's. Schade. Hätte ich einen Noble Sacrifice noch gehabt, dann wäre das, hätte ich das Ding gewonnen. Schade, 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 schade. Das ist genau das Secret gewesen, was ich nicht gehabt habe. Noble Sacrifice. Uta gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Wetteifer will ich nicht haben. Wetteifer ist so scheiße am Anfang. Ah, es ist ein guter Tausch. Das Licht beschützt dich. Spielt ihr gar nicht? Ein Pyromancer. Okay. Das ist nicht so schön. Puh. Den werde ich nicht los. Das ist schon mal klar. Ich kämpfe. Wenn es natürlich ein Machtwort Schild hat, dann war das ziemlich für die Katz. Oder er heilt ihn einfach. Das ist gut gespielt. So. Ich verrate niemanden. Ich kämpfe. Ich muss auch wirklich mal gucken, ob ich einen Divine Favor mit reinnehme. Ja, glaube ich, angebracht. Melde mich zum Dienst. Ich kämpfe. Hulinova ist nächste Runde dran. Silver and Regent hat er bekommen, okay. Nicht so schön für mich. Schilde hoch, roter Alarm. Melde mich zum Dienst. Ich kämpfe. In den Kampf. Na, eine Holy Nova, dann hätte er zumindest ein Problem weniger. Hm. Er geht aufs Face? Nein, doch nicht. Komm schon, den Shielded Minibot! Yes, Baby! Ich habe keinen Zauber mehr, also ziemlich Lumpe. Humpe? Erlösung, jetzt hätte ich einen Zauber. Hm. Zu den Waffen! Ich kämpfe. Waffensysteme aktiviert. Nächste Runde den Muggler Champion. Holy Nova interessiert mich jetzt ehrlich gesagt schon mal nicht mehr. Dunkler Wahnsinn. Okay, das interessiert mich allerdings schon. Hm, kann ich trotzdem mit Muggler Champion spielen? Oder Silver and Regent? Oh ja. 5, das reicht sogar. Legt diesen Apfel auf euren Kopf.
zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Die Pflicht ruft. Waffensysteme aktiviert. Okay, immer noch Mugler Champion spielen, nicht so, ne? Eine Blitzheilung? Ich will auf jeden Fall an Rang 15 bleiben. Licht der Name. Im Namen des Lichts. Und eine Holy Nova. Okay, Mugler Champion, dann müsste das reichen, oder? Was sind 8, 10, eventuell. Müssen wir mal gucken. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Reicht das? Das sind 13 sind es. Das reicht nicht ganz. Sie hat ihren Dienst getan. Ja, das war mal nice. Das war mal nice. Ich glaube, das war's jetzt auch erstmal. Ich mache hier einen Cut. Und dann werde ich mal schauen, wie es weitergeht. Secret Paladin, Agodruide sind auf jeden Fall cool. Demon Warlock auch. Facehunter sowieso. Ich werde demnächst, glaube ich, mal wieder in Zulok spielen. Schreibt mir in den Kommentaren, was für Tipps ihr habt für Decks. Einfach in die Kommentare schreiben, was ich mal spielen soll. Schurke ist zum Beispiel, da habe ich enorme Schwierigkeiten, auch wenn ich schon coole Decks gesehen habe. Priester immer noch einige Schwierigkeiten. Mal wieder Mech spielen, fällt mir so ein. Mech Mage oder sowas. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Rang 15, ich habe mein Minimumziel erreicht. Mal gucken, ob es noch höher geht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.